Professor Baumann. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ja, danke. Einen Cappuccino? Warum nicht? Aber bitte mit Milch. Milch? Ich bin immer ein wenig überrascht, wie viele Leute nicht wissen, was wirklich in einen Cappuccino gehört. In einen Cappuccino gehört Kaffee, Schlagsahne und Kakaopulver. Das weiß doch jeder. Genau. Ich habe einen wichtigen Termin. Was soll denn das für ein Termin sein, der so wichtig ist? Ich gehe freitags immer mit meinem Enkel ins Kino. Die schlagen da draußen deine Mauer gerade kurz und klein. Da willst du ins Kino? Der neue Defa-Film. Coming out. Fritz. Einen Kaffee, bitte. Außerdem habe ich gar keine Ahnung vom Bankgeschäft. Das macht nichts, Walter. Wir haben schon seit längerem eine Legende für dich vorbereitet. Eine Quelle in der Personalabteilung der Deutschen Bank hat ihre Einstellung bereits arrangiert. Die Westbanker brauchen einen Berater, der ihnen erklärt, wie die DDR-Banker ticken. Und das machst du als psychologischer Anthropologe. Als was? Als Anthropologe. Mhm. Sie studieren, analysieren, interpretieren Gesellschaften und ihr Verhalten. Genau wie wir. Sie bekommen ein schönes Haus im Taunus und eine attraktive Ehefrau. Du wirst es genießen, Walter. Schatz, hast du gut geschlafen? Ja. Und du? Ich habe wunderbar geschlafen. Unser Bett hier ist fast noch bequemer als das in München, ne? Wie bitte? Na, so eine schöne feste Matratze. Sicher gut für deinen Rücken. Ich hab da keine Rückenschmerzen. Wegen der guten Matratze? Ah, ja, du hast recht. Also, ich spüre schon fast gar nichts mehr. Wer nicht? Dieser Mann ist auf dem Schwarzmarkt aktiv. Er hat sicher keine Probleme mit westlicher Fremdberührung, aber der ist nicht zuverlässig. Als nächstes Werner Becker. Ist Herr Becker vertrauenswürdig? Was meinen Sie, meine Herren? Aber haben Sie es bemerkt? Das Bonbon? Das SED-Parteiabzeichen. Im Volksmund Bonbon genannt. Es ist auch etwas größer als gewöhnlich. Dieser Mann ist ein Hardliner. Ein treuer Parteisoldat. Ich fürchte, für Ihre Bedürfnisse ist das nichts. Das ist faszinierend, was Sie aus einem so einfachen Foto innerhalb weniger Sekunden alles herauslesen können. Wenige Sekunden? Aber wie Picasso schon sagte, ein lebenslanges Studium. Ja. Ja. Ich habe bereits in meiner ersten Arbeit die ostdeutsche Politikelite, Selbstbilder und Einstellungen zu Tabus und moralischen Verfehlungen, einige Hilfsmittel für diese Art der Analyse zusammengestellt. Herr Professor, nehmen Sie auch körperliche Eigenschaften wie Schädelgröße und Augenstand in Ihre Analyse auf? Unser Fachbereich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entnazifiziert. Mit anderen Worten, nein. Ja, ich weiß. War nur ein Scherz. Natürlich war das ein Scherz. Ja. Herr Dr.
Tatort selbst gingen heute die Spurenuntersuchungen auf vollen Touren weiter. Immer wieder überraschte die äußerste Präzision in der Vorbereitung des Anschlags und der große technische Aufwand, mit dem der Terrorakt durchgeführt wurde. So wurde beispielsweise der Zünddraht für die Sprengladung hier unter dem Asphalt des Bürgersteiges verlegt. Fast unglaublich, die Täter meißelten eine Rinne in die Tierdecke. Guten Abend, Walter. Darf ich reinkommen? Unsere Mutter. Naja, du kennst sie ja. Als Vater genug hatte, da hat er mich mit in den Westen genommen und du bist bei Mutter geblieben. Mutti. Ich bin nie wieder zurück in den Osten. Aber ich habe meine komplette akademische Laufbahn der Ostpsyche gewidmet. Musste wohl ein paar Dinge verarbeiten. Aber warum schickt mich die HVA mit deiner Identität hier nach Frankfurt? Die müssen doch gewusst haben, oder? Das hat mich auch verwundert. Entweder haben die einen Riesenfehler gemacht, oder? Die wollten dir eins auswischen. Genosse Fox. Walter, wie geht's Ihnen? Also, ich bin ein bisschen... Sind Sie außer Atem? Ich komme direkt aus Frankfurt am Main. Was machen Sie denn in Frankfurt am Main? Ich arbeite da. Für Sie. Nur die Sache mit Herrhausen, die macht mir Sorgen. Ich muss gestehen, ich vermisse mein Büro. Sie wissen, dass es verboten ist, feindliches Gebiet ohne Reisegenehmigung zu betreten. Was erzählen Sie denn da? Seit die Mauer weg ist, kann jeder feindliches Gebiet betreten? Die Mauer. Walter, wir haben diese Mauer gemeinsam gebaut. Und sie wird uns, unsere Kinder und unsere Enkelkinder überleben. Wir werden hier bald blühende Landschaften sehen. Verfallene Städte wie Leipzig werden im alten Glanz erstrahlen. Soll ich den Arzt rufen? Nein! Jetzt haben wir den schönen Teil von Berlin verloren. Walter, wir haben doch nur eine Schlacht verloren. Kein Krieg. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Beate, kennst du eine Frau Dr. Margarete Müller von der Staatsbank? Der meisten ist heute einfach nicht aufgetaucht. Stattdessen kam diese Margarete Müller. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich brauche Informationen. Haben wir eine Akte von dir? Wir müssen noch eine Akte von dir haben. Ja, klar. Walter, was ist der Sinn? Was für ein Sinn? Was ist der Sinn von dem allen? Es gibt keinen Sinn, das weißt du doch. Es gibt nur den Auftrag. Und dein Auftrag ist heute, Margarete Müller zu unterhalten. Wir sollten doch verhindern, dass die Staatsbank der DDR übernommen wird. Das ist unser Auftrag. Ja, richtig. Und jetzt helfen wir der Deutschen Bank, die Staatsbank der DDR zu schlucken. Wir helfen doch nicht der Deutschen Bank. Das sind vertrauensbildende Maßnahmen für den Tag der Entscheidung. Und dann spielen wir die Staatsbank wieder zurück in die Hände der HVA. Mach dich bitte frisch. Und zieh dir was Schönes an. Los! Margarete Müller.